Ciao zusammen. In der Schweiz gibt es ja eine grosse und eine kleine Kammer. Die grosse ist der Nationalrat und die kleine der Ständerat. Falls du dich jetzt fragst, wie die PolitikerInnen in die beiden Kammern gewählt werden, dann bist du hier genau richtig. Wir klären dir jetzt in Kürze das Proporz- und das Majorzverfahren. Der Ständerat und Nationalrat setzen sich aus 246 PolitikerInnen zusammen. Dabei sind 200 im Nationalrat und 46 im Ständerat. Doch wie genau kommt man jetzt auf die 200 im Nationalrat? Ganz einfach. Dafür wird das Proporzverfahren angewendet. Wie funktioniert das genau? Wie der Name Proporz schon verratet, werden PolitikerInnen proportionell gewählt. Das heisst, dass die Bevölkerungsanzahl darüber entscheidet, wie viele Leute pro Kanton im Nationalrat sitzen. Nehmen wir mal als Beispiel den Kanton Basel-Land. Alle 4 Jahre wählen die Stimmberechtigten von Basel-Land 7 Leute in Nationalrat. In Zürich ist die EinwohnerInnenanzahl grösser als die in Basel-Land und wegen dem dürfen sie auch mehr PolitikerInnen im Nationalrat wählen. Bei ihnen sind es 35. Aber wie wird jetzt entschieden, welche Partei wie viel Sitz bekommt? Das ist auch wieder proportionell. Also der Sitz werden nach WählerInnenanteil von einer Partei vergeben. Zum Beispiel hat SVP in Basel-Land bei den letzten Nationalratswahlen im 2019 24,5% WählerInnenanteil gehabt. Also haben sie von diesen 7 Sitzen 2 bekommen. Und die Grünen haben 16,1% gehabt und haben somit 1 Sitz bekommen. Wie läuft denn das jetzt bei den 46 Ständeratsmitgliedern ab? Jetzt habt ihr vielleicht gemerkt, dass es eine Ungleichheit gibt zwischen den Kantonen. Weil die mehr EinwohnerInnen haben, viel mehr Gewicht haben im Nationalrat. Um das auszugleichen, gibt es den Ständerat. Der wird nach dem Majorzverfahren gewählt. Jeder Kanton darf 2 PolitikerInnen in Ständerat wählen. Halbkantone wie Basel-Land oder Obwalden dürfen nur jemanden wählen. Da es ja 20 Kantone gibt und 6 Halbkantone, kommt man dann auf die Zahl von 46. Das Wort Major behandelt das Wort Major, also Mehrheit, und das kommt beim Wahlkampf zum Zug. Anders als beim Proporzverfahren ist das Majorzverfahren nicht proportionell. Wenn die PolitikerInnen in einem Kanton über 50% der Stimmen bekommen, sind sie automatisch gewählt. Wenn es mehrere Kandidierende sind, was niemand gibt, der das erreicht, gibt es einen zweiten Wahlgang. Und bei dem wird das relative Mehr verwendet. Um das relative Mehr zu erreichen, braucht die Kandidatin oder der Kandidat eine Stimme mehr als der Gegner oder die Gegnerin, um die Wahl zu gewinnen. Genau das war der Fall in Basel-Land im Jahr 2019. Dort sind Erik Nussbaumer und Maya Graf und Daniela Schneeberger gegeneinander angetreten. Und niemand hat im ersten Wahlgang das absolute Mehr erreicht. Erst im zweiten Wahlgang ist dann definitiv Maya Graf in Ständerat gewählt worden. Und das war es auch schon wieder gesehen. Merci vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.